Hallo meine lieben Foodlover, heute habe ich ein Rezept für diese leckeren gebackenen Auberginen. Das Rezept ist super einfach und schnell gemacht. Die Auberginenhälften schmecken wirklich sehr lecker. Dazu passt perfekt ein Joghurt-Minz-Dip. Dazu habe ich Joghurt mit Minze, Petersilie, Salz, Pfeffer, Zitrone und etwas Birkenzucker vermischt. Probiert es doch mal aus! Ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben und lass doch gerne ein Abo da. Für die gebackene Aubergine benötigt ihr folgende Zutaten: 2 Auberginen, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Knoblauchzehe, 1 Esslöffel Birkenzucker oder eine andere Süße eurer Wahl, Salz, Pfeffer und Paprikagewürz. Die Auberginen waschen und der Länge nach halbieren. Das Fruchtfleisch der Auberginenhälften mehrmals kreuzweise bis zur Schale ein-, aber nicht durchschneiden, sodass ein Gittermuster entsteht. Die Auberginenhälften mit der Schnittfläche nach unten auf das Blech legen und ca. 15 Minuten bei 220 Grad Ober-Unterhitze garen. Für die Marinade Olivenöl, Sojasauce, Birkenzucker, Gewürze und eine gepresste Knoblauchzehe miteinander verrühren. Dann die Auberginenhälften mit der Marinade bestreichen. Die Auberginenhälften kommen dann für weitere 5 Minuten in den Ofen. Dieses schnelle und leckere Rezept müsst ihr unbedingt ausprobieren. Sagt mir doch gerne in den Kommentaren, ob ihr auch Auberginen-Fans seid. Hier seht ihr noch die ungefähren Nährwerte für eine von 2 Portionen.